Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Ja, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Rise of the Doom Raider. Mit mir, euer Marin. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Intelligenzbestien haben uns ja von Trinity schnappen lassen. Ne? Ganz toll gemacht. Gut ab. Und sie suchen dasselbe wie sie. Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Und schauen mal, wie und ob wir hier irgendwas finden. Ah ja, klar. Um hier rauszukommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Yep. So. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Na, diese Wand einschlagen. Das ist doch sehr offensichtlich. Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. So. Oh, Mann, bin ich froh, dass wir die Ad gemacht haben. Ah. Scheiße. Alles noch heil? Ja. Ja. Ja, alles noch da. Sehr gut. So. Unser Bogen. Das ist ja sehr praktisch. Oh, Seil. Ich kann Seilpfeile machen. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Yay, Seile, Pfeile. So, achso, raus gibt's hier nicht. Na gut. Dann gehen wir mal wieder da zurück. Und schauen mal, wo wir mit... Ach ja, klar. Vorsicht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ja. Was sagt der, der noch nicht einmal geschafft hat, bis jetzt hier rauszukommen, ne? Hat geklappt. Können Sie da raus? Oh, halt doch mal die Klappe. So. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Ach, muss ich den jetzt echt mitnehmen? Ich weiß nicht, ich traue dem nicht. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue... bessere Welt ist nah. Wir gehen aber erstmal hier lang. Oh, genau. Gut. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Gut.
So. Oh, 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 oh. Hey. So. Da steht eine Ratte. Da steht eine Ratte. Eine Ratte auf der Matte. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Wohl wahr, wohl wahr. Aber ich hab dich rausgelassen, Freund. Fumpel. Was ist das? Raus. Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Gott, ich poliere der Alten noch die Fresse. Pistole freigeschaltet, yay! Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Sicher. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Der Einheimische? Erwarten Sie noch andere? Vermutlich. Nach dem ersten Angriff haben wir die Patrouille verstärkt. Wenn noch jemand da draußen ist, sicher sind wir, glaube ich, nirgendwo. Upsi. Oi, oi, oi. Konstantin will ein Team oben beim Kupferberg, bevor der Sturm losbricht. Rechts lang oder links lang? Ich hab mal sagen, hier hoch, ne? Ah, die Flasche nimmt sie mit. Ui. Nein, nein, die Flasche, tu die Flasche weg. Ah, tu die Flasche weg! Leg doch die Flasche weg! Gut, danke schön. Hallo? Habe ich keine Pfeile? Ach so, ja, gut.
erstmal richtig schön ausrüsten. Jetzt ist die Frage, wenn ich den da oben abschieße. Ah, oh, da hinten steht auch noch einer. Wird der dann aufmerksam? Ich glaube, den schalten wir lieber leise aus, oder? Hallöchen. Hab dich. Total verschworen. Mann geschafft. Unglaublich, dass das Zeug überhaupt noch funktioniert. Das hier scheint Sabotage gewesen zu sein. Die Einheimischen. Noch ein Grund, sie sofort zu erschießen. Die Frage. Da läuft auch noch einer. Wenn ich den da oben abschieße, werden die anderen aufmerksam oder nicht? Aber den sollte ich eliminieren. Dann kann ich die da unten vielleicht eine nach dem anderen. Ich probiere es einfach mal. Okay. Soweit, so gut. So. Da schon rüber? Nee, das ist... Nee. Ich versuche das anders. Das ist mir zu unsicher. Wenn ich da runter hüpfe, das ist meiner Meinung nach zu laut. Ich gehe hier runter. Hallo, da runter. Genau. Noch was zum Luden, ja. Wir wollen ja nichts vergessen. Ach, noch mehr Lärm, Dominus. Hoffe ich, dass der andere dadurch nicht aufgeschreckt wird. Leise, 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 leise. Was ist damit? Kann ich da nicht den... Hallo? Der leuchtet doch so schön. Kann ich den nicht irgendwie... Nope. Okay. Gut, da oben steht keiner mehr. Au, 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 au. Ein Sturm kommt auf. Wir müssen die Helis bald landen lassen. Was passiert wohl, wenn ich da drauf drücke? Soll ich da drauf drücken? Ne, ich will da noch nicht drauf drücken. Patrouille 3, kommen. Alles ist ruhig. Das meiste Zeug ist ja drin. Scheinen nichts mitgenommen zu haben. Scheiß Funkgerät. Ja, das macht mir Sorgen. Vielleicht sind sie nicht gegangen. Einheimische sind wohl noch da draußen. Können nicht allzu viele sein. Sie kommen von irgendwo auf der anderen Seite des Berges. Wenn der Sturm sich legt, schicken wir Leute hin und räuchern sie aus. Schon welche von Namen gesehen? Gottverdammte Wilde. Ja, wenn ich stillgestanden hätte. Haben Sie irgendetwas aus den Gefangenen rausgekriegt? Gar nichts. Sie haben alles versucht. So, sehen die das oder sehen die das nicht? Wow, wow, wow. Meine Liebe. Hm.
haben Feindkontakt! Waren das alle? Waren das alle? Waren das alle? Einluden. Einluden. Was ist denn mit diesen Rechnern hier? Warum kann ich denn an denen nichts machen? Komisch, komisch, komisch. Luden. Oh, das arme Rehlein. Luden. So, da oben tun wir noch luden. Ui, fuck, da oben steht noch einer rum. Hey, ja, 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 ja. Hallo, Boy. Hab dich. So. Okay, ich würde sagen, dann drücken wir jetzt mal auf diesen komischen Knopf und mal gucken, was da passiert. Jede Wette, das ist jetzt der Alarmknopf. Jacob. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Oh. Da war doch jemand am Fenster. Oh, das habe ich schon alles, okay. Boah. Mal schauen, ob es hier noch was. So, da komme ich da nicht hoch. Okay, dann gehen wir hier hoch. Da ist aber nichts mehr, okay. So, eine Seilbrücke schaffen. Ah, da, genau. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Was ist mit Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Grundschaffer. Tu das. Jacob, was macht er da? Nichts Gutes, glaube ich. Scheiße. Wo ist die Lara? Die Sowjetaufzeichnungen sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in diese Ruinen. Und Kraft? Wir lassen sie am Leben. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben.
Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Und diese Welt wollte mit einer Sünde nach der anderen erschaffen. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Ach, Geschwisterle. Na gut. Die müssen natürlich zusammenhalten. Das ist schon klar. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier! Ich finde sie! Wir müssen sie finden! Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Der Leben ist sauber. Aufpassen. Du musst doch hier sein. Okay. Och Mann, okay. Wieder im Dreck. Ich muss hier raus. Unterwegs. Guten. Hey, Karte aktualisiert. Yippie. Och, du grüne Neune, gibt's ja noch viele schöne Sachen. Oh, die will ich alle haben. Oh, Menno. Verdammt, ich muss hier raus. Ja. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover. Eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Ich werde dir zu deinem Schicksal verhelfen, meine Liebe. Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text.
Ach, okay. Gut. Verstanden. Da kommt der Strom runter. Das heißt, das müssen wir hier einfahren. Sonst ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ja. So. Mal schauen, dass es da hinten bleibt. Upsi. Scheiße! Nein! Wow! Na los! Du bist tot! Sturmgewehr ist was Feines. Ist zwar nicht so elegant wie der Bogen. Oh, hey. Aber wirkungsvoll. Ich hab dich. Wow. Holla! Position halten! Drängt sie
Wow, 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 wow. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Oh, immer diese Verblendung, immer diese Fanatiker. Es ist so grausam. Was ist denn mit diesen Computern? Gibt das irgendwas? Au! Verdammt! Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, sag jetzt nicht, oh, verdammt! Und ich komme jetzt sicherlich nicht zurück zu den anderen Laptops, oder? Oh, bitte, bitte, nein. Das ist aber Scheibenhonig. Oh. Ganzen Laptops hätte ich kaputt machen sollen. Vielleicht kann ich diese Kurbel benutzen. Na, na, die Kurbel willst du ja gar nicht mehr benutzen. Mist. Mist, Mist, Mist. Oh, das ist ärgerlich. Ob ich da nochmal zurückkomme irgendwann mal? Oh, nein, 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 das ist blöd. Ich dachte, das hat vielleicht explodiert. Das ist echt richtig doof jetzt. Ich hoffe, ich komme da nochmal zurück. Hier war doch irgendwas genau neben mir noch, oder? Was ist das? Ja, die Laptops, ja. Das ist echt Käse. Was ist das Komisches? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledige ihn! Verdammt! Scheiße! Noch mehr als jetzt schon.
Gut, aber ein neues Lager. Gut, 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 gut. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Schlagbolzen. Oh, das ärgert mich jetzt, dass ich diese Laptop-Dinger nicht gemacht habe. Was machen wir denn hier? Ich weiß nicht. Das ist doch gut. Was machen wir mal hier? Okay. Okay, können wir jetzt vielleicht... Ah, Schnellreise nicht verfügbar. Mist. Ich dachte, ich kann jetzt zu den Punkten vorher schnell mal reiseln, um die Laptops platt zu machen. Aber... Und scheinbar nicht. Oh, hier kann man alles... So, dann nehmen wir jetzt aber erstmal wieder unseren Bogen. Noch? Da den Ausgang verpasst. Irgendwas da oben sein, oder? Hallo Lara.
Bohrer muss hier irgendwie raus. Hä? Was ist denn das da? Ach, ich Depp. Du bist doch hergekommen von da oben, Dödel. Dödel. Ja, Dödel. Wow. Okay. Ich hab sie. Komm jetzt, bring das zu Ende. Geh in Position. Haltet sie in Schach. Getroffen. Oh, Scheiße! Okay, das... Entschuldigung, Lara, das war nicht absichtlich. Das war nicht absichtlich. Komm, Kopf raus. Ups. Kopf raus. Na? Ach, komm schon. Weiter. So. Der hält aber viel aus hier. Mein Freund. Okay, wir bleiben vielleicht doch erstmal bei dir. Ah, da hinten. Luden nicht vergessen. Au, 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 ey. Was soll denn das, Digga? Ey, ey, nicht wegrennen. Geht ja mal gar nicht. Oh, oh, Feind nein. Gesichtet. Oh, oh. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Ich glaube, ich habe das gar nicht. Dann sehe ich mir mal an. Rück hervor, gib mir dein Haus. Ja, genau, schmeiß dich nicht durch ins Gesicht. Ach, Scheibenhonig. Ach, Menno.
Warum ist der nicht gestorben? Ins Gesicht geschmissen habe. Feind gesichtet. Okay. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Jetzt, in den Blatt. Feuer konzentrieren. Weg hier. Wow. Nein, lass mich doch mal durch. Komm nach hinten hier. Oh, leck mich doch, wie viele seid ihr? Auf. Lara, das geht gar nicht. Das wird nichts. Hallo? Bleib hier! Wir sind hier ganz schön in die Enge getrieben. Einfach auf die Kappe hinüber. Ich sag's noch! Mano! Was für ein Kackmist! Nicht. Puh. Leck mich am Ärmel. Luden. Nachladen. Oh, da ist noch was. Wir wollen ja nichts vergessen hier. Büchsen. Büchsen. Okay. Die Büchse an den Kopf geschmissen. Voll geil, ehrlich. Voll der Profi. So. Geht das? Nein, gut, müssen wir wohl da durch. Sieht nicht gut aus. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Aha. Du könntest deine Hände abpacken und
nach rechts legen und dann nach links gehen. Und dann würdest du doch deinen Händen ausweichen, oder? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Oh, nicht gut. Nicht gut. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Yay. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. Hup. Was? Da läuft doch irgendwas gar nicht rund hier, oder? Irgendwas läuft hier gar nicht so rund. Warum sind die alle hinüber? Oh. Oh. Okay, jetzt weiß ich. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Gehen wir! Da drüben kommt er raus! Oh, nicht wieder so ein Laufding. Da kacke ich doch immer. Hallo. Oh. Hey, da ist er. Ja. Arme Rest. Arme Rest. Toll, dann nehmen Sie das eisige Wasser. Yay. Kann mir einer sagen, ob ich hier... Autsch! Ah, da, okay. Yay, yay, da, da, komm, still. Stimm, Mädchen, stimm, dein Mädchen. Scheiße, ist das kalt. Da hättest du dich mal einen Pulli angezogen, ne? Oh oh. Oh, das ist doch wieder warm. Pass auf. Oder war das nicht gewollt? Dad? Ist alles in Ordnung? Dad? Hm.
Never war das Selbstmord. Nie im Leben war das Selbstmord. Ganz langsam. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in den Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit Ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden Sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg? Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass. Einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Jacob, sind Sie da? Der ist doch gerade gegangen, Herrscher. Wo ist er? Das hat er dir doch erzählt, in sein Dorf, durch die Kupfermine. Herrgott, schreib dir doch mal was auf, wenn du dir nichts merken kannst. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gut. Es gibt nichts zu looten, hat er uns nichts dagelassen. Menno, Manu. Okay. Na gut. Gucken wir mal. Oh, Sonne. Ah, Loot. Yay. Lager. Yay. Ach, das ist doch...
Hm? Da waren wir doch schon mal. Oder nicht? Oder doch? Doch, 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 doch. Was ist da? Ah, ja, na gut. So, mal gucken, können wir hier Unterschied was machen? Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Das nehmen wir doch mal. So, waffentechnisch kann man nichts machen, oder? Nope, nope, nope. Yay! Au, oh, cool, Schnellreise verfügbar. Das heißt, wir reiseln jetzt mal schnell ganz kurz die Punkte ab, die wir schon hatten. Und gucken mal, ob wir da noch irgendwas... Genau, Relikte fehlen uns da. Noch zwei. Da fehlen uns noch zwei Relikte. Jetzt mal bitte dahin. Na also, gut. Sibirische Wildnis, ja. So, wo sind hier? Da sind hier. In der Höhle sind... Ach Mist, kam... Doch, die Höhle war, glaube ich, mit den Seilpfeilen hätten wir die machen müssen. Und die haben wir doch jetzt. Müsste doch gehen, aber da schnappen wir uns den Bogen. So, mal gucken... Da. Bingo. Yay. Jups. Einmal Relikt. Ein Daumenring eines mongolischen Bogenschützen. Damit konnten sie schnell vom Rücken eines Pferdes schießen. Er muss einem recht großen Krieger gehört haben. Waren hier nicht zwei Relikte? Da hinten ist noch eins. Okay. Da unten. Wie komme ich da unten hin? Komme ich da irgendwie von oben nach unten? Aha. Ah nein! Ach komm, nein, 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 nein! Ich kann doch
Nee, das habe ich nicht gelernt. So ein Müll. Ich hätte doch aus Benzinkanistern... Sprengladungen machen lernen sollen. Scheibenhonig. Ist hier irgendwas, was sonst... Ein Benzinkanister oder sowas, den ich dann anschießen kann. Komm schon. Was ist das? Flasche. Nö. Hier waren doch letztes Mal Benzinkanister rumgestanden oder so. Natürlich klar, wenn ich es brauche, dann ist wieder nichts da. Ne? Du bist neu bei Trinity. Moment. Ups. Nein, nein, da war nichts. Upsi. Welche rum. Fehlalarm. Du bist neu bei Trinity, oder? Erster Vertrag. Ein paar Kumpels haben für mich gebürgt. Kontakt! Wir werden angegriffen, einer weniger! Ich werde dich noch! Der ist aber schön geflogen. Hat der gepuppt, als er gebrannt hat? Und ist deswegen so hoch geflogen vielleicht? Nein, nicht die. Oh, da ist ein Kanister, yay! Gut, das Luden und Luden und Luden und Luden und mitnehmen. Yay! Nein! Gib den Kanister auf. So. Jetzt hoffe ich, dass das auch funktioniert. Metall, sehr schön. Yay, Relikt. Ein mongolisches Banner. Eine Art Fahne, die an einem Speer befestigt wurde. Das hier sieht ganz schön mitgenommen aus. Noch was zum Looten. Sehr schön. Nochmal Metall. Aber auf der Karte eigentlich alles haben, ne? Jawohl. Sehr schön.
Ups. Das wollte ich eigentlich mit dem Pfeil machen. Ups. Wo geht's denn da lang? Ah ja, doch, stimmt schon. Gut, 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 gut. So. Dann geht's als nächstes. Ah, da fehlt noch ein Dokument. Dahin. Ich hoffe, dass wir auch dahin kommen, wo ich vergessen habe, die ganzen Laptops platt zu machen. So. Da ist noch ein Dokument. Gut. Das sollten wir auch gleich haben. Dass wir an dem Ding vorbeigelaufen sind. Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden, aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. Ich glaube, der Tag ist nicht gekommen. Upsi. Hier auch schon alles. Sehr schön. So, Leute. Als nächstes geht es dann hier in die Sowjet. Erst 31%. Da ist aber noch einiges. Einiges. Ein Haufen Truhen und Relikte und Dokumente und Waffen. Ne, Wandgemälde, Waffengemälde. Aha. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn Zeit ist. Heißt Rise of the Doom Rider. Ich wünsche euch was. Haut rein. Macht's gut. Tschüss und ciao. Euer Martin. Servus.